Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, Große Anfrage der Abg. Alex Warnecke, Schmidt, Siebel, Weiß, SPD-Fraktion betreffend Finanzen, Verwaltungsaufwand und Tätigkeit der Landesstiftung Miteinander in Hessen. Das ist 19-4266 zu 19-3502. 10 Minuten Redezeit. Es beginnt die Frau Kollegin Alex von der SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank an die Landesregierung für die Beantwortung der Großen Anfrage vom 17. Juni 2016, die wir schon heute, nur 7 Monate später, doch wirklich hier besprechen können. Zwischenzeitlich sind natürlich auch ein paar Dinge passiert. Ich komme darauf zurück. Die heute vorliegende Beantwortung der Großen Anfrage beschreibt eine Chronologie des Scheiterns und den Aufbruch in eine fragwürdige Zukunft. Ich beginne mit Letzterem. Das Einzige, was bisher nicht in Kritik stand bei der Stiftung, das Einzige waren die Projekte, die gefördert wurden. Und genau diese Projektförderung soll jetzt zurückgefahren werden. Es wird ja immer darauf verwiesen, dass wir eine Kooperation mit der Herbert-Quandt-Stiftung hätten, dass das schon lange nicht mehr der Fall ist. Es wird unterschlagen. Die Herbert-Quandt-Stiftung hat sich aus Eigenprojekten vollkommen zurückgezogen. Das ist eine Stiftung, die hat mehr als das Doppelte an Stiftungskapital, und die sagen sich, Eigenprojekte lohnen sich nicht, wir fördern nur noch Projekte. Und ausgerechnet die Stiftung Miteinander will genau den umgekehrten Weg gehen, will jetzt diese belobigten Projekte nicht mehr machen, sondern möchte dafür Eigenprojekte machen. Warum? Das ist logisch, weil dann kann ich die Personalkosten unter den Projektkosten verbuchen, kann sagen, wir haben das Personal reduziert, das Personal sitzt trotzdem in der Geschäftsstelle, nur unter einem anderen Namen. Ein großer Kritikpunkt in der Vergangenheit, der auch eingeräumt hat, waren die schwerfälligen Strukturen der Gremien. Und da ist jetzt mal eine Änderung vorgenommen worden. Die Struktur ist vorgestellt, und am 8. Februar, glaube ich, soll der Herr Ministerpräsident die Akteure dem Kuratorium vorstellen. Also, dass die Akteure, die wir jetzt haben, alle entweder der CDU angehören oder einem Ministerium oder der CDU in Dankbarkeit verbunden sind, was auch in Veröffentlichkeit geschenkt. Ich kann das gut verstehen, dass niemand anders sich da dahingehen will und dafür gerade stehen, was da läuft. Ich verstehe auch, dass der Koalitionspartner sich da zurückhält. In der letzten Rede hat der Frank Kaufmann eigentlich gar kein Wort zu der Stiftung gesagt, als es um die Stiftung ging, jedenfalls nicht um die Details. Das heißt, ich versuche das einmal zu erläutern, wie das jetzt läuft. Da gibt es einen Vorstand, der die Vorgaben macht. Der besteht aus 3 Personen, und der sagt der Geschäftsführerin, was zu tun und zu lassen ist. Da ist es sehr praktisch, dass eine von den 3 Personen im ehrenamtlichen Vorstand die Geschäftsführerin selber ist. Hinzu kommt, dass ihr zur Seite stehen ein ehemaliges Mitglied, ein Beschäftigter im Innenministerium, der also so interessante Sachen verbreitet hat, wie die Stiftung könne anderen Stiftungen helfen, ihr Geld auszugeben. Gott sei Dank erfahren wir, da ist niemand drauf eingegangen. Der zweite
der die Geschäftsführerin bzw. Vorstandsvorsitzende unterstützt, ist ein Mitarbeiter, ein leitender Mitarbeiter aus der Staatskanzlei. Und da ist der Staatsminister direkt weisungsbefugt, der Staatsminister, der ihn ja sowieso kontrollieren soll, zusammen mit diesem Stiftungsrat, wo, wie gesagt, die wohlgesonnenen Leute drin sitzen. Meine Damen und Herren, Transparenz ist offenbar schwierig, aber da muss man halt auch mal den Koalitionspartner fragen. Es reicht ja nicht immer nur wegzugucken. Ja, man muss doch mal. Man muss doch mal konstatieren, dass es hier einen Nebenhaushalt gibt. Ein Nebenhaushalt mit direktem Durchgriff, Durchregieren von der Staatskanzlei und dass die Staatskanzlei hier einen Nebenhaushalt hat, der der Kontrolle vollkommen des Parlaments entzogen ist und damit über öffentliche Gelder Gesetzgeber unabhängig entscheidet. So, von 2011 bis 2014 war ja die Stiftung ein Aushängeschild, eine Herzensangelegenheit der Landesregierung, eine großartige Werbemaschine. Sie ändern sich Herzensangelegenheit. Das ist aber, habe ich festgestellt, nicht so etwas Besonderes. Weil wenn Sie mal googeln, Ministerpräsident Bouffier und Herzensangelegenheit, dann kriegen Sie 3.500 Treffer. Aber bitte. Ein großes Herz bei Herzensbrecher sind es 1.000 weniger. Aber sie war natürlich auch, ich habe es gesagt, eine große Werbemaschine. Und dann gucken wir mal auf die Jahre 2012, 2013, Vorwahlkampf. Da wurden 800.000 €, ich wiederhole, 800.000 € für Werbung ausgegeben, darunter ein Großteil für eine Zeitungsbeilage, die in diesen Vorwahlzeiten in jeden zweiten hessischen Haushalt kam und wo die guten Absichten der Landesregierung verbreitet wurden. Um mal die 800.000 in einen Vergleich zu stellen, im Jahr 2015 betrugen die Erträge der Stiftung 270.000 €. Ja, einfach mal, um die Relation zu zeigen. Drei Jahre lang haben wir ja Jubelnachrichten dann gehört. Dann wurden ein paar Anfangsschwierigkeiten zugegeben, nachdem sich die Opposition interessierte, der Rechnungshof, die Öffentlichkeit. Und dann musste festgestellt werden, dass alle Voraussetzungen, von denen ohne Prüfung ausgegangen wurde, als die Stiftung sozusagen aus dem Boden gestampft wurde, Zinsgewinne, Zustiftung, kompetentes Personal, kurze Entscheidungswege, alles Fehleinschätzung. Positiv, habe ich schon gesagt, wurde allein bewertet die Projektförderung, und ausgerechnet die soll ja jetzt eingestellt werden. Natürlich bleiben viele Fragen, wie immer, offen nach der Beantwortung einer großen Anfrage. Die werden wir aber jetzt nach und nach, wir haben schon damit begonnen, mit kleinen Anfragen versuchen aufzuarbeiten. Jedenfalls in den Fällen, in denen unsere Informationen und die Informationen aus der Landesregierung nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Wir haben aber großes Interesse, wie viele solcher Nebenhaushalte es noch gibt. Und wie viele Stiftungen nach diesem Prinzip ohne Kontrolle auch regiert werden, das haben wir auch bereits auf den Weg gebracht. Ich will Ihnen nur einmal sagen, weil sich auch ein Kollege das letzte Mal beschwert hat, wir sollten noch einmal Ruhe geben, es wäre doch immer das Gleiche. Und wir hätten uns viel Zeit sparen können. Ich habe neulich, kurz vor Weihnachten, gab es ein Heft der Kulturstiftung Hessen, das nicht nur wunderschön aussah, sondern wo ich hinten alle viele Informationen nachschlagen konnte, übersichtlich aufgelistet, die man sich hier mühsam aus Anfragen zusammensetzen musste.
Meine Damen und Herren, der Jubel ist vorbei. Die freudigen Pressemitteilungen zum ersten, zum zweiten und zum dritten Geburtstag der Stiftung sind Geschichte. Der fünfte Geburtstag wurde vor wenigen Wochen in aller Stille gefeiert. Die Beerdigung ist in Sicht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Alex. Als nächstes spricht für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Klaus-Peter Möller. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank, Frau Kollegin Alex, wieder für den unterhaltsamen Beitrag. Obwohl beim letzten Mal war ein bisschen mehr Dampf dahinter. Das zeigt vielleicht auch, dass das Thema irgendwann auch dann mal erledigt scheint. Wenn man sich betrachtet, wie häufig die Sozialdemokraten dieses Thema in den letzten Monaten aufgerufen hat, könnte man meinen, wir hätten in Hessen nichts Wichtigeres zu tun. Zugleich kann man die Frage schon stellen, ob sich denn zwischen den einzelnen Fragerunden tatsächlich so viel Neues ergeben hat, was rechtfertigen würde, das Fass immer wieder aufzumachen. Diesmal haben Sie immerhin eine große Anfrage gestellt. Und wie Sie selbst zugegeben haben, ist die auch gut und umfänglich beantwortet worden. Die Große Anfrage hat die große Chance, dass wir zumindest die Hoffnung haben, dass Sie alle Fragen, die Sie auf dem Herzen hatten, jetzt einmal gebündelt vorgelegt haben und wir damit ein bisschen mehr Ruhe für die Stiftung erreichen können. Meine Damen und Herren, zugegebenermaßen hat die Stiftung in der Anlauf- und der Aufbauphase Schwierigkeiten gehabt, die Sie zu Recht ja auch schon benannt hatten. Das ist auch nicht sehr unüblich für etwas Neues. Daraus resultierten diverse Umbaumaßnahmen für die Stiftung. Die Stiftung erfüllt aber mittlerweile meines Erachtens ihren Zweck, und zwar organisatorisch, strukturell, aber auch betreffend der eigentlichen Stiftungsziele. Mit der Gründung von Miteinander in Hessen wurde eine Möglichkeit geschaffen, das bürgerliche Engagement zu unterstützen, zu fördern, zu bündeln und auch als Ansprechpartner zu dienen, wie auch, sofern Bedarf und Wunsch besteht, andere Stiftungen zu unterstützen. Hierbei wurde aber die Form einer Stiftung bewusst gewählt, weil durch diese Form eine Arbeit ermöglicht werden soll, die unabhängig ist vom Landeshaushalt, unabhängig ist von den jeweiligen politischen Mehrheiten in diesem Hause und damit auch gegenüber den Ansprechpartnern, den Antragstellern auf Augenhöhe auftreten kann, ohne die Barriere einer staatlichen Institution dazwischen. Insofern ist auch die Unterstellung, es handele sich um einen Schattenhaushalt, einen Nebenhaushalt, schon gewagt. Aus Ihrer Sicht vielleicht nachvollziehbar, aber es entspricht ja nicht ganz der Wahrheit. Die Rechtsform der Stiftung zeigt übrigens auch, dass es sich mitnichten um ein Instrument der Landesregierung handelt, sondern um eine eigenständige, eine juristische Persönlichkeit, die auf dem besten Wege ist, ihren Satzungszweck, ihr Stiftungsziel umzusetzen und zu erreichen. Und diese sollte bis zum Jahre 2016 das Stiftungskapital auf 20 Millionen € aufgestockt und ausgestattet werden. Sie finden Ihren eigenen Fragen auch die Antwort mit dem Hinweis, dass zum 31.12.15 dieses Stiftungskapital bereits über 17 Millionen € betrug. Im Zuge allgemeiner Problematiken beim Kapitalmarkt, das ist Ihnen auch bekannt, das kann man gerne weglassen, aber bekannt ist Ihnen das, wurde umgestellt auf eine institutionelle Förderung. Diese soll 2018 das letzte Mal erfolgen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass, wenn man etwas Neues gründet, etwas Neues aufbaut, man damit immer auch die Problematik hat, in einen Entwicklungsprozess zu starten und sukzessive Anfangsschwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, glatt zu ziehen, um die Struktur so zu verbessern. Das Ziel aber bleibt richtig, eine Stiftung ins Leben gerufen zu haben, auf die man sich im Laufe der Zeit auch verlassen kann und aufbauen kann. Deshalb sind Ihre Fragen gar nicht so unrecht gestellt. Sie suggerieren nämlich ein prinzipielles Interesse der SPD am Wohlergehen der Stiftung Miteinander in Hessen. Das ist sehr lobenswert. Und dass Sie sehr viel Zeit damit verbringen, in jeder zweiten oder dritten Plenarrunde die gleichen Fragen zu stellen, zeigt, wie ernst es Ihnen anscheinend ist, dass die Entwicklung entsprechend positiv auch verläuft. Dafür danken wir an der Stelle ganz herzlich, Frau Alex. Miteinander in Hessen erfuhr seit der Gründung einen, sagen wir, Optimierungsprozess. Und mit diversen Bausteinen
und das gaben Sie teilweise ja sogar schon zu, sollten die Schwierigkeiten der Anfangsphase minimiert und optimiert werden. In den ersten drei Jahren wurden allerdings schon 50 Projekte bewilligt für 1 Million €. Es wurden verschiedene Kooperationen eingegangen mit anderen Stiftungen, um diese zu unterstützen. Das Ziel also, bürgerliches Engagement zu unterstützen und auch zu würdigen, wird verfolgt. Und ein Ziel der Stiftung und der Gründung der Stiftung ist als Stiftungsziel damit bereits erfüllt, nämlich gerade dieses Engagement im Lande zu unterstützen. Welche Optimierungen sind erfolgt seit 2012? Zum einen ist, wie Sie richtigerweise sagten, die Geschäftsführungsstruktur geändert worden, und zwar schon 2014. Das ist mehr als zwei Jahre her. Insofern ist es bemerkenswert, dass Sie in der Frage aus dem letzten Herbst das noch einmal thematisiert haben. Mithilfe auch eines externen Beraters wurde evaluiert. Es wurde betrachtet, in welchen Prozessstufen, in welchen Bereichen diese Stiftung verbessert werden sollte. Vor dem Hintergrund der Senkung der Verwaltungskosten wurde das Personaltableau sich vorgenommen. Wir haben aktuell noch 1,5 feste Stellen, wahrlich nicht sehr viel. Das werden Sie zugeben müssen. Man kann natürlich hinzuzählen 3,5 projektbezogene Stellen, im Kern aber ein sehr überschaubares Personaltableau. Und vor dem Hintergrund der Verwaltungskosten und der Ernsthaftigkeit, dies im Griff zu bekommen, darf schon einmal die Frage in den Raum gestellt werden, ob es außerordentlich hilfreich ist, alle 6 bis 8 Wochen Fragenkataloge vorzulegen, deren Beantwortung enorm viel Kapazitäten auch seitens der Stiftung beansprucht. Drittens. Wurde die genutzte Bürofläche verringert? Zunächst wurde umgezogen in das Schenksche Haus. Meiner Kenntnis nach verfügt die Stiftung momentan über sage und schreibe 90 Quadratmeter Bürofläche für 1,4 Mitarbeiter, wahrlich kein Schloss, sondern eher eine bescheidene Einrichtung vor dem Hintergrund dessen, was das Ziel ist, auch nachvollziehbar. Ja, die Zwischenrufe ändern aber nichts an den Fakten, Herr Kollege. Zum Vierten wurde die Gremienstruktur überdacht. Sie haben recht mit der Aussage, dass das Kuratorium deutlich verkleinert und damit aber die Handlungsfähigkeit erhöht wurde. Sie haben auch recht, dass durch eine Satzungsänderung der Vorstand verkleinert wird. Es wird ein neues Kontrollorgan hinzugefügt, sodass wir auch an dem Punkt einen Prozess der Verbesserung der Strukturen beobachten können. Die von Ihnen vorgetragenen Sorgen und Kritikpunkte werden demnach sukzessive und ernsthaft angenommen und umgesetzt. Es ist mitnichten so, dass Schwierigkeiten ignoriert werden. Seit 2012 wurden 81 Projekte gefördert. 164 wirksame Förderanträge wurden gestellt. Das zeigt auch, dass die Stiftung längst angekommen ist in dem Tableau der Angebote. Das zeigt auch, dass es längst zu einem Bestandteil geworden ist, für Projekte, für andere Stiftungen als Ansprechpartner zu fungieren. Und wenn wir uns betrachten, wer bis jetzt im Zuge gekommen ist, so sind es vornehmlich Bürgerstiftungen, aber auch Projekte aus den Bereichen Seniorenarbeit oder dem Landesverband der Gehörlosen, Begabtenfrühförderung, Freiwilligenzentren, Land auf, Land ab, Themen zur Integration vor dem Hintergrund der aktuellen Problematik mit Sicherheit nicht unwichtig, aber auch die Jugendarbeit, Sportbereich und insbesondere die Fragen des demografischen Wandels. Und wenn Sie Ihre eigenen Fragen lesen und die eigenen Antworten dazulegen, stellen Sie fest, dass vor allem auch in Nordhessen viele Kommunen in den Genuss der Existenz von Miteinander in Hessen kommen konnten. Meine Damen und Herren, Miteinander in Hessen ist auf dem Wege, das Angebot zur Förderung und Unterstützung bürgerlichen Engagements in Hessen zu verbessern, auszubauen und zu festigen. Die Stiftung soll damit einen Beitrag leisten dazu, dass Hessen Stiftungsland Nummer 1 bleibt. Und Sie müssen sich schon irgendwann entscheiden, ob Sie den Prozess konstruktiv kritisch begleiten oder ob Sie die Arbeit der Stiftung mit fortwährender Wiederholung immer der gleichen Fragen bei unveränderter Grundlage mehr oder weniger mit sich selbst befassen lassen. Im Interesse einer stabilen Stiftungsstruktur sollten wir dazu übergehen, der Stiftung in der Tat ein bisschen mehr Zeit zu lassen, um das zu tun, wofür sie nämlich da ist, statt irgendwelchen Fragenkatalogen Antwort zu geben. Im Interesse der vielen Projekte sollte dies geschehen. Die Gewinner von Miteinander in Hessen sind. Und zu guter Letzt hängt damit auch zusammen das Interesse der vielen Menschen, der ehrenamtlich Engagierten, die im Zuge
der Förderung in den Genuss der Existenz von Miteinander in Hessen kommen. Und zum Thema fragwürdige Zukunft. Wenn wir festhalten, dass die Stiftung auf dem richtigen Wege ist und dass Projekte gefördert und dass über 164 Förderanträge gestellt werden, sehe ich die Zukunft rosig und nicht so schwarz, wie Sie es malen. Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die tief in einem selber verwurzelt ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Es spricht jetzt Herr Abg. Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich jetzt nicht darüber mokieren, wie häufig wir über diese Stiftung hier in diesem Raum schon gesprochen haben. Ich finde jedenfalls, die Stiftung hat uns auch ein bisschen Aufgabe gegeben, in den letzten Jahren darüber zu sprechen. Ich möchte drei Bemerkungen für die FDP-Fraktion hier hinterlegen. Die erste Bemerkung ist, ja, es hat jetzt eine umfassende strukturelle Reform der Gremien der Stiftung gegeben. Übrigens, das Kuratorium, werter Herr Kollege, ist nicht verkleinert worden. Da haben Sie etwas nicht Richtiges eben vorgetragen. Das Kuratorium, jedenfalls bisher, hat noch die Größe. Vielleicht wird an der nächsten oder übernächsten Woche ja irgendetwas anderes noch erklärt, glaube ich aber nicht. Würde auch in die Logik nicht hereinpassen, die jetzt Staatsminister Wintermeyer, der Ministerpräsident und die anderen entscheidenden Personen bei der Neustrukturierung dieser Stiftung vorgenommen haben. Wir als Freie Demokraten haben es begrüßt. Ich als Mitglied des Kuratoriums habe das auch dort deutlich gesagt, dass es sinnvoll ist, dass auf der einen Seite eine klare Struktur im operativen Bereich ist und auf der anderen Seite eine klare Struktur im Bereich der Aufsicht ist und dass es überhaupt keinen Sinn macht, ein Kuratorium mit bis zu 35 Menschen besetzt, von Rudi Völler über Ministerpräsidentin AD, Hans Eichel oder aber Roland Koch und andere, dazu einzusetzen, dazu zu gebrauchen, dass man den Haushaltsplan genehmigt, verabschiedet und dass man die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auswählt. Das gehört nun wirklich nicht auf die Tagesordnung, die Agenda eines solchen Kuratoriums. Deshalb war es vernünftig gewesen, eine Trennung vorzunehmen. Ich habe an dieser Stelle ausgesagt, bei der letzten Debatte für mich als Mitglied des Kuratoriums, ich werde dem Satzungsentwurf nicht zustimmen, wenn die Möglichkeit besteht oder eröffnet wird, dass die hauptamtliche Geschäftsführung auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzende, das ist derzeit eine Frau, das könnte aber genauso gut auch ein Mann sein, ich bitte das also geschlechtsneutral zur Kenntnis zu nehmen, gegendert zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Möglichkeit besteht. In der neuen Satzung ist diese Möglichkeit vorhanden, und deshalb habe ich dieser Satzung auch aus diesem einen Grund nicht zugestimmt. Es hat etwas mit Machtverteilung zu tun, Balance of Power, und die scheint mir, die scheint uns dadurch nicht richtig gegeben zu sein. Offensichtlich hat der Ministerpräsident von seinem Recht bisher nicht Gebrauch gemacht, aber auch darüber werden wir noch Informationen bekommen. Also Fazit bei dem ersten Teil. Die Organisationsstruktur ist jetzt neu, und man muss den Menschen jetzt auch die Chance geben, diese Organisationsstruktur auszuleben, auszuarbeiten. Deshalb wünschen wir den Beteiligten, dass sie jetzt schnell in die Puschen kommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man von Staatsgeld abhängig ist, und das ist ja die Stiftung sehr bewusst, dann muss man auch mit dem in Gänsefüßchen übel leben, dass man kleine Anfragen oder auch große Berichtsanträge von Fraktionen des Landtages bearbeiten muss. So ist das Leben. Man kann sich auch anders finanzieren, und dann hat man auch nicht mehr die Aufsicht des Landes, des Landtages. Aber man ist ja bewusst so organisiert. Und deshalb, ich kann es, Entschuldigung, nicht mehr hören, wenn Oppositionsfraktionen vorgeworfen wird, dass sie Anfragen stellen. Das ist deren Pflicht und Schuldigkeit. Ich glaube auch, dass FDP-Minister und FDP-Abgeordnete niemals, wenn wir Regierungsverantwortung gewesen sind, sollte, legt es mal vor, so etwas in dieser Deutlichkeit gesagt haben, wie es eben ja auch wieder ein bisschen aus dem Beitrag von Ihnen, Herr Kollege, gekommen ist. Zweite Bemerkung. Wir wissen, dass sich der Rechnungshof bzw. dass sich
der Zusammenschluss der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe mit dem Thema Stiftungen ausführlich auseinandergesetzt hat. Es gibt ein entsprechendes Papier, das auf der Tagung im September 2015, also vor anderthalb Jahren, verabschiedet worden ist. Ich hoffe, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen aufgrund der letzten Debatte mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich will es sehr verkürzt darstellen. Die Rechnungshöfe kommen zu dem Ergebnis, dass jedenfalls dann eine Organisationsstruktur Stiftung nicht klug ist, sondern zu teuer ist, wenn erstens die Aufgaben, die gemacht werden, staatliche Aufgaben auch sind. Und unzweifelhaft ist das auch zwar eine freiwillige, aber eine Aufgabe, die der Staat erfüllen kann, eine öffentliche Aufgabe, wie es die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe festschreiben. Und das zweite Kriterium ist, also das erste ist erfüllt, und das zweite Kriterium, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die spannende Frage der Zustiftungen. Und wenn man keine privaten Zustiftungen hat, wenn man keine, ja, über die Stühle unterhalten wir uns an anderer Stelle noch einmal, aber das ist nun wirklich eine Petitesse im Vergleich zu dem, über das ich hier gerade denke, reden zu sollen, ist es halt nicht gelungen. Das war die Idee gewesen von Volker Bouffier und war ja mit dabei gewesen und kann mich daran erinnern, dass wir schon vorhatten, auch andere anzusprechen und das ja auch getan haben, aber es kam halt nichts. Und wenn nichts kommt, dann sollte man die Schlussfolgerung ziehen, und das ist die zweite Bemerkung für die FDP-Fraktion, die Stiftung wieder aufzulösen. Sie ist zu teuer, sie muss nicht sein, und die Aufgabe dort machen zu lassen, wo die Landesregierung meint, dass sie am klügsten gemacht wird. Das muss ja nicht die Staatskanzlei sein, die wegen der besonderen Sicherung ja auch noch in der Antwort erwähnt ist, von wegen, das ist eine Hemmschwelle, wenn man in die abgeriegelte Staatskanzlei kommt. Ich merke das eigentlich nicht so sehr. Und ich finde, wir verteilen da ja auch immer ganz fleißig und das mit gutem Recht Bundesverdienstkreuze und alles das, wo ein Publikumsverkehr da ist. Ich glaube, da kann auch jemand, der etwas mit Stiftungen zu tun hat, in die Staatskanzlei gehen. Die Männer und Frauen an der Pforte, jedenfalls, lieber Herr Staatsminister, sind immer sehr nett und sehr hilfreich. Das ist also kein Argument. Und deshalb meine ich, entweder kommt es in die Staatskanzlei, oder man kann es im Sozialministerium machen, oder man kann es wo auch immer machen. Aber es gibt keinen Sinn, dass da eine extra Einheit noch gehalten wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist deshalb auch zu intransparent für uns. Diejenigen, die in der Kommission sitzen, haben natürlich ein bisschen mehr Ahnung. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn die sozialdemokratische Fraktion sich wieder bemühen würde, ein Mitglied in das Kuratorium zu benennen. Das muss natürlich dann die Landesregierung machen, aber dass wir auch da wieder alle vertreten sind. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe schon bei dem ersten Punkt gesagt, die Rechte des Parlaments werden durch dieses Stiftungsmodell ein wenig ausgehebelt. Und was ist es denn anders als ein Schattenhaushalt? Man kann ihn auch als einen weiteren Haushalt beschreiben. Es ist jedenfalls nicht der originäre Haushalt, sondern es ist Staatsgeld, das in einen anderen Topf hereingeht und was nur indirekt kontrolliert werden kann. Die SPD hat sich die Mühe gemacht, und die Landesregierung musste sich dann auch die Mühe machen, das in mehreren Anfragen zu problematisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum dritten Punkt, der viel mit der Vorbemerkung der Landesregierung zu tun hat. Die Landesregierung hat sich ja bemüht, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es waren ja fast anderthalb Seiten, sich in der Vorbemerkung noch einmal mit der Genesis, zweieinhalb Seiten, bitte um Entschuldigung, mit der Genesis der Stiftung auseinanderzusetzen. Und mehrfach, fast wörtlich, wird dann auch wiederholt, dass es ja gerade eine Trennung vom Staat sein sollte, dass man die ehrenamtliche Tätigkeit der Damen und Herren auf kommunaler Ebene insbesondere unterstützen wolle, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und dass man sich als eine vollkommen überparteiliche Veranstaltung ansieht. Ich will es anders formulieren, sehr geehrter Herr Wintermeyer, als das meine Kollegin eben getan hat, unsere Kollegin eben getan hat. Aber wenn man sich jetzt anschaut, die Presseerklärung, die in der vergangenen oder vorvergangenen Woche notiert worden ist, und da ich ja nicht ganz neu, wie Sie wissen, in der Landespolitik bin, will ich doch einmal etwas höflich umschreiben. Auf alle Fälle finde ich bei jedem eine gewisse Nähe zur CDU. Ich glaube, gerade wenn man den hohen Anspruch hat, und den hatten wir ja gemeinsam gehabt, dass es eine Trennung sein soll von Staat, dann darf es aber auch keine Trennung
von Parteien, da muss aber auch eine Trennung von Parteien sein. So rum wird ein Sinn aus meinem Satz. Und deshalb empfehle ich doch einmal darüber nachzudenken, ob denn die Besetzung, so wie sie jetzt veröffentlicht worden ist, dem Eindruck nicht ein bisschen widerspricht, dass die Überparteilichkeit so wirklich ernst nicht genommen wird. Wir geben der Stiftung jetzt eine letzte Chance. Die wird sie hoffentlich erfolgreich nutzen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die drei Punkte machen deutlich, löst sie auf. Sie ist keine Stiftung. Sie kostet nur Geld. Sie holt keine Zustiftungen. Und dann auch ein bisschen parteipolitische Neutralität. Und alles wäre noch besser. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächstes spricht Herr Abg. van Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken bei der Kollegin Alex dafür, dass sie beim Thema Landesstiftung Miteinander in Hessen am Ball bleibt und bereits drei Tage, nachdem die Landesregierung meine Kleine Anfrage beantwortet hat, diese große Anfrage gestellt hat. Und vielen Dank auch für die nachfolgende Kleine Anfrage, die jetzt schon wieder unterwegs ist, um weiter Licht ins Dunkel zu bringen. Ich denke, es ist das Anliegen des gesamten Hauses, diese Landesstiftung genau im Blick zu haben. Denn es ist unstrittig, dass sie nicht den hier anzulegenden Maßstäben zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht. Dazu hat Herr Hahn sicherlich schon einiges gesagt. Die Stiftung Miteinander in Hessen mag als eine Spielwiese einer schwarz-grünen Landesregierung ja durchaus nachvollziehbar sein. Nur, wenn in der Schriftenreihe des Hessischen Rechnungshofes im Band, zitiere, der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz im Haushaltsrecht ein Aufsatz erschienen ist, in dem es heißt, und ich zitiere, nur wenn es gelingt, zusätzliche Mittel von privater Seite einzuwerben, kann die Stiftungslösung unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten günstiger sein. Dann ist klar, dass dies auch für die Landesstiftung Miteinander in Hessen gilt. Wenn man sich nun die Antworten auf die Frage 112 und 113 genauer ansieht, wird deutlich, dass es Zustiftungen Dritter gar nicht gab. Und selbst bei den Sachleistungen Dritter für die Stiftung fällt der Landesregierung lediglich ein, dass die Herbert-Quandt-Stiftung im Rahmen ihrer Umorganisation der Landesstiftung Büromaterial zur Verfügung gestellt hat. Zugegeben teure Stühle, ich glaube 340 pro Stuhl, also es ist immerhin ein teures Geschenk, das dort gemacht worden ist. Das ist wohlgemerkt die einzige Unterstützung, die der Landesstiftung von Dritten zuteil wurde. Herr Staatsminister Wintermeyer, wenn Sie dem noch etwas hinzuzufügen haben, dann nur zu. Aber selbst zu dieser Zustiftung gibt es ja schon Nachfragen. Und vielen Dank dafür, Frau Alex. Die Zustiftung hat dazu geführt, dass wir vorher schon einmal viel deutlicher dieses Problem angepackt haben. Denn in einer früheren Großen Anfrage hat die Landesregierung dazu folgende Stellungnahme abgegeben. Ich zitiere. Zustiftung gab es bisher noch nicht. Hierfür würden seitens der Landesstiftung Miteinander in Hessen aber auch keine Mittel aufgewendet. Angesichts des anhaltend niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt sind Zustiftungen vor allem auch aus der Sicht von Stiftern nicht attraktiv. Schon der Aufwand zur Gewinnung von Zustiftungen wäre derzeit höher als der zu erwartende Erfolg. Soweit das Zitat. Anders ausgedrückt, die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Verwendung der Landesmittel bei der Stiftung, wie der Rechnungshof beschreibt, werden selbst von der Landesregierung als nicht erfüllt eingeschätzt. Die Verwendung von Landesgeld für die Stiftung Miteinander ist insofern also mit der einschlägigen Regelung des Haushaltsrechts nicht vereinbar. Dazu kommt aber noch, dass die Stiftung immer offensichtlicher zum Nebenhaushalt der Staatskanzlei umfunktioniert wird. Denn mit einer umfassenden Satzungsänderung wird nun bei der Stiftung Miteinander die Kontrolle über die Mittelverwendung, Herr Hahn hat darauf hingewiesen, ganz wesentlich bei einem geschäftsführenden Vorstand und einem Stiftungsrat angesiedelt. Beide Gremien werden nur von der Landesregierung benannt und abberufen. Alles, was in der Stiftung passiert, wird also wesentlich von der Landesregierung bestimmt.
Mit dieser Satzungsänderung ist auch klar, dass es bei der Stiftung nicht mehr darum geht, eine breite zivilgesellschaftliche Beteiligung sicherzustellen. Hier geht es eher darum, im Stile lupenreiner Demokraten einen Schattenhaushalt zu führen. Dafür kann und darf Landesgeld nicht verwendet werden. Wenn Sie also wollen, dass das ehrenamtliche Engagement gefördert wird, und dann gehört das, wie gesagt, in den Landeshaushalt, dann können wir auch hier jeweils darüber verhandeln, wie wir Steuergelder verwenden, ganz ohne die intransparente Stiftungslösung, die nur dazu dient, möglichst schöne Bilder mit dem Leiter der Staatskanzlei zu liefern und bezahlte Geschäftsführerposten zu schaffen, bei denen sich auch noch die Frage stellt, inwiefern die Besetzung lediglich aufgrund der fachlichen Eignung erfolgt oder ob nicht hierfür doch eine gewisse politische Nähe zu Teilen der Landesregierung entscheidend ist. Ich fordere Sie daher auf, die Aufgaben der Stiftung wieder in den Landeshaushalt zurückzuholen und die Stiftung aufzulösen. Jetzt werden Sie mir vorhalten wollen, dass ich ja gegen die vielen Projekte, Herr Müller hat darauf auch hingewiesen, die von der Landesstiftung gefördert worden sind, wäre. Das ist aber an dieser Stelle gar nicht der Punkt. Denn sicher kann man über viele dieser Projekte nichts Schlechtes sagen. Der Punkt ist aber, dass die Organisationsform der Stiftung letztlich nichts anderes ist als ein wirtschaftlicher Schattenhaushalt, in dem Geld verbrannt wird. Mit diesem Geld kann man gewiss sinnvolle Dinge effektiver und nachhaltiger fördern, als das bisher der Fall ist. Vielen Dank. Das war Herr von Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Es spricht als nächstes Herr Abg. Kaufmann, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist in der Tat doch ein bisschen auffällig, dass wir innerhalb eines Jahres uns dreimal mit dieser Stiftung miteinander in Hessen beschäftigen. Und wenn wir so viel, wie gerade auch von den Vorrednern, über das Finanzvolumen und das Finanzgebaren dieser Stiftung hören, dann ist es, sagen wir mal, von der Gewichtigkeit für mich doch ein bisschen verwunderlich. Denn bei aller Berechtigung der Kritik, auch im Detail, selbstverständlich darf man doch ein bisschen die Frage der Relationen stellen, ob diese Stiftung oder das, was dort geschieht, im Zusammenhang mit unseren Gesamtaufgaben und auch der Intensität von Haushaltsberatungen dann in der Tat hier richtig gewichtet ist. Weil damit will ich vor allem sagen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht Ihnen wahrscheinlich gar nicht primär um das, was immer wieder vorgeschoben wird, nämlich die Frage Schattenhaushalt. Weil wir hätten größere Probleme unter dem Thema Schattenhaushalt als diese Stiftung, verehrter Kollege van Ooyen. Im Übrigen stimmt es ja auch nicht. Es stimmt ja auch nicht, Schattenhaushalt. Da, wie wir alle bedauern mögen, ja zurzeit die Ertragslage des Kapitals ziemlich mäßig ist, um es freundlich zu beschreiben, wird dieser Stiftung werden Betriebsmittel zugewiesen, und die stehen sehr genau im Haushalt, also sind genau für ihre Kontrolle bei der Beratung des Haushalts auch präsent gewesen. Von daher haben wir gar nicht das primäre Problem, hier geschieht was, ohne dass wir irgendwie einen Einfluss darauf hätten, sondern wir haben das Problem, dass dieser Stiftungsgedanke im Augenblick, und zwar nicht nur bei der Stiftung Miteinander in Hessen, sondern bei allen Stiftungen notleidend ist. Und da können wir uns wahrscheinlich bei Herrn Draghi und seinen Leuten vor allem dafür bedanken, weil halt schlicht die Ertragslage so miserabel ist. Sie wissen, dass wir im Landeshaushalt an anderer Stelle durchaus davon profitieren, wie die Zinssituation ist. An dieser Stelle tun die Stiftungen, die ihr Kapital angelegt haben oder anlegen wollen, natürlich nicht, weil sie einfach viel weniger erwirtschaften, als man ursprünglich planen konnte. Und genau das ist natürlich auch ein Grund, warum jetzt, und das ist erwähnt worden, die Frage der Zustiftungen umso schwieriger geworden ist, weil es, wenn es jemanden geworben werden könnte,
dessen Beitrag zur Stiftung im Zweifelsfall die Akquisitionsaufwand noch nicht einmal decken würde, über Jahre nicht, solange wir mit der Situation konfrontiert sind, die wir derzeit haben. Insoweit steht jetzt die Frage an, und das ist ja sehr deutlich geworden, auch beim Kollegen Hahn, der, denke ich, von uns allen, die hier gesprochen haben, den tiefsten Einblick in diese Situation hat, weil Sie ja schon seit Jahren der Stiftung in Form als Kuratoriumsmitglied angehören und früher bei der Schöpfung gewissermaßen auch dabei waren. Die Frage ist schlicht, und die beantworte ich ein bisschen anders als die Vorredner. Wollen wir deshalb, weil die Schwierigkeiten sind, wie sie sind und wie sie ja nicht zu Unrecht auch geschildert wurden, wollen wir deshalb uns vom Stiftungsgedanken an dieser Stelle verabschieden? Und diese Frage erlaube ich mir, in den Raum zu stellen, nicht nur, weil wir gemeinsam mit der CDU in unserem Koalitionsvertrag festgehalten haben, dass wir diese Stiftung sozusagen weiterhin unterstützen, sondern auch, weil es grundsätzlich um die Frage des Stiftungsgedankens geht. Und ein Stiftungsgedanke ist halt mehr als nur eine Geldwendemaschine des Einsammeln und Verteilens, sondern es hat auch, wenn Sie so wollen, und da nehme ich das Wort durchaus positiv besetzt, eine ideologische Bedeutung, nämlich die Bürgergesellschaft zu fördern, nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger für andere sich engagieren und auch Projekte fördern über einen solchen Stiftungsweg. Und dieser Gedanke, diese Idee, die da dahinter steckt, erscheint mir wichtiger zu sein, als jetzt die Frage, nur anhand der Finanzierungsoptimierung die Sache zu betrachten. Und dieses bisschen Jammern oder diese Kritik, ganz lieber Kritik von Ihnen im Hinblick auf die Kontrollmöglichkeit des Parlaments. Also wie gesagt, die Ausstattung der Stiftung ist über den Haushalt gelaufen. Jährliche Zuschüsse laufen über den Haushalt. Und wenn es dann Erträge gibt, wo die sozusagen Organisationsform der Bürgergesellschaft in Form des Kuratoriums, was ja nach wie vor einen Einfluss hat, und des Stiftungsrats, der über den Wirtschaftsplan konkret entscheidet, dann da sozusagen sich etwas bildet, um im Konnex zu den interessierten Organisationen und Bürgern tätig zu werden, dann finde ich das jetzt nicht so übermäßig falsch, weil ich genau weiß, auch aus jahrelanger Haushaltstätigkeit hier in diesem Parlament, dass wir bei den Haushaltsberatungen so in die Tiefe höchstens punktuell gehen können und die Unmittelbarkeit, sich konkret sozusagen das Herz zu erwärmen, wenn Sie so wollen, für spezielle Projekte in Form einer Organisation, einer Stiftung im Zweifelsfall besser funktioniert, als wenn man das alles über die normale Administration abwickelt. Und insoweit auch noch einmal einen Halbsatz zu der Kostenfrage. Ja, die Rechnungshöfe haben sich so positioniert, wie sie sich positioniert haben. Bei der letzten Debatte zu diesem Thema hatte ich das, wenn Sie sich erinnern mögen, oder Sie können es ja auch nachlesen, schon kritisiert, weil nämlich auch aus dieser Fragestellung herausleuchtet, dass man sich im Wesentlichen sozusagen mit der Optimierung des finanziellen Aspekte, und zwar ausschließlich, befasst. Ich ziehe in Zweifel, dass bei der Kleinteiligkeit der Arbeit, die eine Stiftung für ihre Projekte zu leisten hat, die Abwicklung über eine Administration, ein Referat im Ministerium oder in der Staatskanzlei oder wo auch immer unter dem Strich in den Personalkosten tatsächlich sich relevant anders darstellt als in der Organisationsform, die jetzt gefunden worden ist. Dass es am Anfang, darüber hatten wir das letzte Mal schon gesprochen, sagen wir mal, nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, dass deshalb Überprüfung, Evaluation stattgefunden hat und daraus die Konsequenzen gezogen wurden, das ist bereits dargestellt worden. Und insoweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich vieles von dem, was der Kollege Dr. Hahn hier vorgetragen hat, durchaus in gleicher Weise Ihnen sagen. Ich ziehe nur eine andere Konsequenz. Sie haben selber gesagt, dass die Neuaufstellung jetzt gerade erst wirksam wird. Und deswegen sage ich, jetzt sollte man vor dem Hintergrund der von mir auch geschilderten positiven Aspekte von Stiftungen, jetzt geben wir denen eine Chance, dass es besser wird. Wir können ja gemeinsam, Herr Kollege Hahn, dem Herrn Draghi noch einen Brief schreiben, dass er die Zinspolitik vielleicht ändert. Dann käme auch die Ertragslage für diese und andere Stiftungen, die ja auch noch in diesem Land der Stiftungen im Lande Hessen eine Rolle spielen. Das würde sich dann wahrscheinlich besser darstellen. Und insoweit, ich denke, wir haben die Chance, dass die Stiftung miteinander in Hessen jetzt das
absehbar vollenden kann und noch wirksamer machen kann, für was sie angelegt worden ist. Und dazu, finde ich, sollten wir ihr die Chance geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Wintermeyer. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Alex, dass Sie im Internet nachgeguckt haben nach dem Ministerpräsident Bouffier und gefunden haben, dass er ein großes Herz hat, kann ich bestätigen. Wenn ich Ihnen bestätigen würde, dass er ein Herzensbrecher ist, dann hätte ich hier etwas größere Probleme. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Die Landesstiftung Miteinander in Hessen ist kein Nebenhaushalt. Meine Vorredner haben das eben gerade dargestellt. Die Förderung, auch die institutionelle Förderung an die Landesstiftung, stehen im Haushalt. Und sie ist auch nicht der Kontrolle des Parlaments entzogen. Sonst würden wir hier nicht stehen und uns darüber unterhalten. Ich habe zugegebenermaßen rechtlich noch nicht nachgeprüft, ob die Stiftung Auskünfte gibt. Aber die Landesregierung hat dem Parlament Auskünfte zu geben. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich Ihnen die große Anfrage beantworten konnte. Ich mache Ihnen hier gleich zu Anfang ein Angebot. Nehmen Sie, wenn Sie Fragen haben, durchaus auch mit der Geschäftsstelle unserer Landesstiftung Kontakt auf. Ich habe bisher in jeder Debatte gesagt, dass wir transparent sind und auch transparent sein wollen. Und ich biete Ihnen auch an, was ein Vorredner eben gerade schon angesprochen hat, nehmen Sie die Möglichkeit wahr, wieder auch als SPD-Fraktion im Kuratorium vertreten zu sein. Ich werde Sie entsprechend anschreiben, Ihren Fraktionsvorsitzenden, und auch gerne um einen Vorschlag bitten. Dort können Sie die Fragen, die Sie beschäftigen, auch die kleinteiligen Fragen, alle beantwortet bekommen. Ich darf sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle, die für Verwaltung zuständig sind, sehr viele Wochen an der Beantwortung der Großen Anfrage gearbeitet haben. Vielleicht kommt das dann allen entgegen. Meine Damen und Herren, Hessen hat im Jahr 2012 die erste Landesstiftung für bürgerschaftliches Engagement unter allen Bundesländern gegründet. Und es gab keine Vorbilder. Wir waren Pioniere. Und mit der Gründung der Landesstiftung beabsichtigte die Landesregierung, die Breite und die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen für unzählige Organisationen und weit mehr als 2 Millionen Ehrenamtliche in Hessen, dafür stehen mehr als 2 Millionen Ehrenamtliche in Hessen aktiv in die Verwirklichung der Zielsetzung einzubinden. Die Breite des Fundaments, auf dem bürgerschaftliches Engagement aufsetzt, die Expertise und Netzwerke der Menschen, die jenseits politischer Strukturen die Zivilgesellschaft prägen, sollte bewusst als Plattform für die Förderung privater Initiativen und bürgerschaftlichen Engagements genutzt werden. In der Anfangsphase war daher die klassische Projektförderung ein wesentlicher Bestandteil der Stiftungszweckerfüllung der Landesstiftung. Und so wurden alleine in den ersten 3 Jahren rund 50 Projekte mit über 1 Million € gefördert. Zudem wurden erste Kooperationen eingegangen, beispielsweise mit dem Bundesverband Deutscher Stiftung, zur Initiierung und auch zur Gründung von Bürgerstiftungen in Hessen. Allein hierdurch wurden 5 hessische Bürgerstiftungen bei der Gründung unterstützt. Eine zentrale Herausforderung bestand unter anderem darin, den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements anhand von Einzelbeispielen in die Gesellschaft zu tragen und den Menschen in unserem Lande nahezubringen, also eine Kultur des Entfachens. Die Stiftung hat sich seit Gründung in den ersten Jahren mit Zeitungsbeilagen zum Ende des Jahres präsentiert. Ja, das stimmt, Frau Alex. Diese Printprodukte wurden als Beilage zahlreicher hessischen Tageszeitungen verbreitet, und zwar flächendeckend, letztmals 2014. Wir haben das dann eingestellt, weil wir die Verwaltungskosten reduzieren wollten. Weiterhin wurden in den ersten Jahren bedeutende öffentliche Veranstaltungen in Hessen genutzt, um Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, zu erreichen und ihnen mit fachkundigem Rat zur Seite zu stehen. Meine Damen und Herren, die Landesstiftung hat bereits 2014, Herr Müller und Herr Kaufmann haben darauf hingewiesen, mit der Evaluierung der Aufbauphase begonnen, lange bevor Sie sich, Frau Alex, mit diesem Thema beschäftigt haben. Es wurde gegengesteuert, und es wurden auch notwendige Konsequenzen gezogen, die längst positive Effekte gezeigt haben. Im Zuge einer internen Evaluierung wurden im Bereich der Personalorganisation und der Finanzen
die Stiftungsstrukturen geändert. Insbesondere wurde durch den Vorstand die Einleitung einer Neuordnung der Geschäftsführung im Oktober 2014 vorangetrieben. Die dafür notwendigen Satzungsänderungen wurden bereits im Dezember 2014 vom Kuratorium beschlossen. Und im Zuge der weiteren Evaluierungsschritte bedienten sich der Vorstand und auch die neue Geschäftsführung auch externer Berater, unter anderem von KPMG. Als Konsequenz aus der internen und externen Evaluierung folgte eine Neuausrichtung der Landesstiftung, denn die Erfahrung der Aufbauphase zeigte, dass bürgerschaftliches Engagement mehr bedarf als nur finanzielle Unterstützung. Also, Frau Alex, kein Gießkannenprinzip alleine. Die Landesstiftung sieht ihre Aufgabe nunmehr nicht primär darin, finanzielle Mittel allein im Land zu verteilen, sondern den ehrenamtlich Engagierten zugleich fachliche Unterstützung bei der Realisierung ihrer Vorhaben anzubieten. Deshalb hat die Landesstiftung auch von einer überwiegend fördernden Stiftung sich hin zu einer verstärkt operativ tätigen Stiftung entwickelt. Und das leistet die Landesstiftung, wie ich meine, mit zunehmend großem Erfolg. Und da bitte ich Sie auch um Ihre Unterstützung. Meine Damen und Herren, konkret wurde diese strategische Neuausrichtung mit einem Eigenprojekt, dem Demografieprojekt Land mit Zukunft, welches die Landesstiftung seit November 2014 gemeinsam mit der Herbert-Quandt-Stiftung durchführt. Und diese, die Herbert-Quandt-Stiftung, hat darin 370.000 € Mittel zur Verfügung gestellt, die wir ohne diese Kooperation definitiv auch nicht für dieses Projekt bekommen hätten. Im Rahmen dieses Projekts fördert die Landesstiftung über 3 Jahre hinweg freiwillig Engagierte in 6 besonders vom demografischen Wandel betroffenen hessischen Kommunen. In Bad Cashafen, Homberg-Efze, Schlitz, Sontra, Thann und Waldeck. Die Landesstiftung beteiligt sich bei den Kosten für das Gesamtprojekt mit einem Beitrag in Höhe von 540.000 €. Die konsequente Fortentwicklung dieser neuen Strategie war das Projekt People Like Me – Miteinander für Flüchtlinge. Auf der Plattform, meine Damen und Herren, geht es darum, den Bedarf in der Flüchtlingshilfe und die ehrenamtlichen freiwilligen Unterstützungsangebote der Menschen zusammenzubringen. Die Akteure vor Ort können hier veröffentlichen, welche Art der Unterstützung aktuell gesucht wird, z.B. Menschen, die Deutschkurse in Kassel geben, Kinderkleidung in Gießen oder Dolmetscher in Darmstadt. Und Freiwillige können gezielt danach suchen, wie sie helfen können, in ihrer Region oder hessenweit. Und am Ende, meine Damen und Herren, kommt so die Hilfe dort an, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Die Plattform trägt damit zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und damit auch zum Miteinander in Hessen bei. Zwischenzeitlich, und das ist mir besonders wichtig, ist sogar ein eigenständiges Kooperationsprojekt der Landesstiftung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Hessen und der evangelischen Philippusgemeinde in Frankfurt aus People Like Me hervorgegangen, die Barfußschule. Hier wird unbürokratisch eine Lücke gefüllt, die der Staat hinterlässt und die der Staat nicht ausfüllen kann. Das vereinfachte Unterrichtsangebot in Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlingskinder wurde Anfang Juni letzten Jahres mit 2 Klassen für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren zunächst in der EAE im Neckermann-Gebäude in Frankfurt gestartet. Neben der Vermittlung der deutschen Sprache stehen Mathematik, Landeskunde, Sport, Musik und Kunst auf dem Lehrplan. Auch eine hessenweite Ausbreitung der Barfußschule ist derzeit bei uns in interner Diskussion. Die inhaltlichen Schwerpunkte Bekämpfung der Folgen des demografischen Wandels und Flüchtlingshilfe werden auch weiterhin ein Kernanliegen der Landesstiftung bleiben. Meine Damen und Herren, ein weiteres Ergebnis der Evaluierung war die Senkung der Verwaltungskosten nach der personalintensiven Aufbauphase. Der Personalkörper der Landesstiftung wurde stark verkleinert. Für die Geschäftsstelle stehen inzwischen nur noch 1,5 feste Stellen zur Verfügung. Hinzu kommen temporär eingerichtete Projektstellen. Aktuell sind es 3,5 für die bereits genannten Eigenprojekte. Und natürlich haben auch die Projektmitarbeiter einen Schreibtisch hier in Wiesbaden. Außerdem wurde der Stiftungssitz im Schenkschen Haus um 1 Etage verkleinert und die freigewordene Etage an das Freiwilligenzentrum Wiesbaden abgegeben. Im Zuge der Evaluierung wurde zudem die Gremienstruktur der Landesstiftung inklusive des jeweiligen Aufgabenzuschnitts durch eine Überarbeitung
der Satzung neu geordnet. Die Besetzung der Gremien konnten Sie einer Pressemitteilung der Stiftung entnehmen. Es sind keine Akteure, liebe Frau Alex, sondern starke Persönlichkeiten mit ausgewiesenen Fachkenntnissen und auch Erfahrung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit dem Blick auf die Uhr noch auf einen Punkt hinweisen. Wie sieht es nun mit dem Kapitalerhalt und der Sparsamkeit aus? Da sich die Kurswerte der Finanzanlagen in diesem Jahr wieder, also im letzten Jahr 2016, wieder erholt haben, ist auch bei der Landesstiftung davon auszugehen, dass dieser geringe Kapitalverlust 2015, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wieder ausgeglichen sein wird. Und die Verwaltungskostenquote konnte bereits 2015 auf 22,7 % gesenkt werden. Meine Damen und Herren, die Landesstiftung Miteinander in Hessen hat jede Unterstützung verdient, denn es ist unser aller Ziel, das bürgerschaftliche Engagement und freiwillige private Initiativen in Hessen zügig und flexibel voranzubringen. Dazu braucht es nicht immer staatliche Hilfe. Die Landesstiftung lädt Sie gern zu diesem Miteinander ein, auch außerhalb großer Anfragen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Herr Minister Windermeyer. Die Große Anfrage ist damit besprochen. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor, und wir sind am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Die parlamentarischen Geschäftsführer haben mitgeteilt, dass wir jetzt in die Mittagspause eintreten sollen. Deswegen unterbreche ich die Sitzung. Die Sitzung wird fortgesetzt um 15 Uhr mit der Wahl des Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Ich wünsche guten Appetit. Bis dann.